Hoch über die Linke, die nach diesen beiden Landtagswahlen ja vermutlich gar keine Bedeutung mehr hat. Wie schätzen Sie es ein? Ja, das ist eine wirklich existenzielle Situation und auch Krise, in der sich die Partei befindet. Hessen noch mal speziell, das war eigentlich immer ein vergleichsweise gutes Land. Für die Linke mit Janine Wissler natürlich auch eines, wo sie gut vertreten war, wenn man so will. Aber das hat alles nichts genutzt hier. Natürlich war Janine Wissler jetzt hier auch nicht direkt involviert. Aber trotzdem, diese Expansion, eine gesamtdeutsche Partei zu werden, muss man eigentlich Stand heute sagen, das ist praktisch gescheitert. Es sind wirklich nur noch punktuelle Flecken, wo die Partei im Westen vertreten ist. Und die Perspektive ist natürlich alles andere als rosig. Die Partei weiß nicht, wo sie hin will. Sie weiß noch nicht mal, wer zukünftig dazugehört, könnte man sagen. Also das ist schon wirklich auch eine düstere Zukunft, die vor den Linken liegt. Und im Hintergrund droht ja auch immer noch Sarah Wagenknecht mit der Gründung einer eigenen Partei. Hören wir doch mal, was die Linke zum Abschneiden in diesen beiden Landtagswahlen zu sagen hat. Zunächst möchte ich mich bei all unseren Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen bedanken. Ich möchte mich auch bei all unseren Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern bedanken. Ihr habt in den letzten Wochen in Bayern und in Hessen wie die Löwen gekämpft und euch auf den Straßen und an den Haustüren unermüdlich gegen den Rechtsruck und gegen die Kürzungspolitik der Ampel gestemmt. Und das hat uns allen in den letzten Tagen und Wochen Mut gemacht. Wir, die Linke, wurden im Wahlkampf als eine Partei wahrgenommen und ich war selbst in Hessen und auch in Bayern, die mit Herz und Verstand für soziale Gerechtigkeit kämpft und Menschenrechte verteidigt. Und ich will euch sagen, liebe Wahlkämpfende, an euch lag es nicht ganz im Gegenteil. Die Umfragen haben es in den letzten Tagen ja bereits angedeutet und es wird auch durch die ersten Prognosen bestätigt. Der Rechtsruck ist nun auch im Westen der Republik mit voller Wucht angekommen. Die Wahlen in Bayern und in Hessen markieren damit auch das Scheitern der Ampel und ihrer Politik. Und viele Menschen wissen derzeit nicht, wie sie ihre Einkäufe noch bezahlen sollen. Aber diese Regierung subventioniert weiterhin Reiche und Rüstungskonzerne und mehr noch. Die Ampel hat mitten in der Krise einen unsozialen Kürzungshaushalt vorgelegt mit der massiven Einschränkung des Asylrechts und der Inhaftierung von Geflüchteten an den Grenzen Europas. Hat die Bundesregierung kräftig dabei mitgemacht, Geflüchtete zum zentralen Problem dieses Wahlkampfes zu erklären, und zwar um von ihrem Kürzungshaushalt abzulenken. Das ist eine demokratische Bankrotterklärung. Aber ich will hier auch ehrlich sagen, das Ergebnis ist für meine Partei ein herber Rückschlag. Vor allem der Verlust unserer Fraktion im Hessischen Landtag, der sich abzeichnet, wiegt sehr schwer. Denn diese Fraktion hat in den letzten Jahren eine hervorragende Arbeit gemacht beim Kampf für öffentliche Kliniken, für die Abschaffung der Studiengebühren, für bezahlbares Wohnen. Und ohne uns hätte es die Aufklärung von rechtem Terror wie dem NSU 2.0 und auch den rechten Netzwerken bei der Polizei nicht gegeben. Im Hessischen Landtag wird jetzt voraussichtlich in der kommenden Legislatur die laute Stimme für soziale Gerechtigkeit, den klimagerechten Umbau und konsequenten Antifaschismus fehlen. Wie gesagt, das ist ein herber Rückschlag. Wir sind offensichtlich nicht ausreichend durchgedrungen und dafür gibt es Gründe, die wir in den kommenden Tagen sehr gründlich besprechen werden und sehr gründlich analysieren werden, gemeinsam mit dem Parteivorstand und den Landesvorsitzenden, um dann auch die nächsten Schritte festzulegen. Aber auf einige Gründe möchte ich an dieser Stelle trotzdem kurz schon eingehen. Ich will ganz klar sagen, die Linke, unsere Linke, kann derzeit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerade nicht gerecht werden und gerade nicht ausreichend nachkommen. Der Erneuerungsprozess der Partei hat zwar bereits begonnen, zu lange jedoch wurden programmatische Diskussionen und auch die organisatorische Weiterentwicklung unserer Partei in der Vergangenheit aufgeschoben. Und deshalb steht für mich fest, wir müssen unseren Weg der Erneuerung hin zu einer modernen Gerechtigkeitspartei jetzt weitergehen, und zwar mit aller Entschlossenheit. Aber so etwas braucht auch Zeit. Und wir werden aber nicht zögern. Denn dafür ist die gesellschaftliche Situation viel zu ernst. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass es in der Partei eine Gruppe von Leuten gibt, die deren Ziel offensichtlich darin besteht, ständig Integrität und Glaubwürdigkeit der Linken zu beschädigen. Das ist unanständig und es zerstört die Partei von innen. Und in dieses Bild passen ja auch die jüngsten Pressemeldungen über eine Vereinsgründung, deren Ziel laut Vereinssatzung auch die Gründung einer anderen Partei ist. Dazu will ich ganz klar Position beziehen. Die Mitgliedschaft
in der Partei Die Linke und gleichzeitige Mitgliedschaft in einem Verein, der dem Aufbau eines gegnerischen Parteiprojektes dient, schließen sich politisch meiner Ansicht nach aus. Meine Aufgabe, unsere Aufgabe ist es jetzt, Die Linke wieder stark zu machen. Das wird kein Spaziergang, aber ich bin zuversichtlich, denn die gute Nachricht an diesem für uns so schwierigen Wahlabend ist, es gibt viele Menschen in dieser Partei und in ihrem Umfeld, die leidenschaftlich an unserem Comeback arbeiten, die sich den Hintern für diese Linke aufreißen, um die Linke zum Sammelbecken zu machen für die progressiven Kräfte in dieser Republik und einen Gegenpol zur unsozialen Ampelpolitik und zum Rechtsruck aufzubauen, um das Leben der Menschen in diesem Land zu verbessern, dem Kriegskurs der Ampel in den Arm zu fallen, für sozialen Klimaschutz zu kämpfen und die Menschenrechte gegen den rechten Angriff zu verteidigen. Und deswegen kämpfe ich für diese Partei, weil diese Menschen mir Mut geben, weil unsere Ziele mich überzeugen und ich bin mir sicher, meine Partei wird das schaffen, denn die Geschichte der Solidarität, die Idee der Gerechtigkeit, der Kampf für Gleichheit, sie sind nicht am Ende. Unser Comeback beginnt heute. Das Comeback beginnt heute, so Martin Schrödermann. Wer außer ihm glaubt da heute Abend dran? Ja, schwierig tatsächlich. Er muss natürlich hier Optimismus ausstrahlen. Die Partei ist in einer schwierigen Situation. Wenn der Vorsitzende jetzt auch noch sagt, können den Laden hier zuschließen, warum dann noch überhaupt weitermachen? Insofern klingt es so nach Durchhalteappellen. Aber solange die großen Fragen nicht geklärt sind, was wird eben mit Sarah Wagenknecht, verhallt es, glaube ich, tatsächlich. Weil das ist etwas, das entschieden werden muss, aber eben derzeit nicht entschieden wird. Kann man sich das so ein bisschen so vorstellen, dass eine bestimmte Wählergruppe sich schon von den Linken abgewendet hat und jetzt quasi darauf wartet, dass Sarah Wagenknecht eine Partei gründet und ein neues Sammelbecken da ist? Ja, das wäre vielleicht ein wenig zu viel strategisches Kalkül an der Stelle, aber das ist ein Potenzial für eine sogenannte Wagenknecht-Partei, wie auch immer sie dann heißen würde, gibt, das haben wir ja oft gesehen. Und dass diese Partei auch noch mal ganz anderes Potenzial etwa bei der AfD hätte, auch das haben wir ja gesehen. Das macht die Situation aber tatsächlich so schwierig, dass man einfach nicht weiß, geht sie den Schritt am Ende ja oder nein. Ich glaube, das Zeitfenster schließt sich dann auch irgendwann. Können nicht monatelang über eine mögliche Gründung reden, dann ist das Momentum irgendwann auch weg. Aber das lähmt einfach sehr, sehr viele Kräfte gerade. Muss man konstatieren, dass die Linke mit ihren Lösungen und Zielen für Flüchtlingsfragen und Ähnliches einfach nicht den Nerv der Zeit trifft bei den meisten Deutschen, die, glaube ich, zu 80% sich eine härtere Flüchtlingspolitik wünschen? Ja, und das ist, glaube ich, auch bei den Linken selber, zumindest in der Wählerinnenschaft, ein Potenzial für verschiedene Positionen gibt. Die Partei ist einfach überhaupt nicht geschlossen gerade. Und das ist schon eine der Lehren, die wir immer wieder haben ziehen können. Nicht geschlossene Parteien. Da wissen Wählerinnen und Wähler einfach nicht, wen sie da wählen, wofür sie eigentlich ihre Stimme abgeben würden. Und dann tun sie es eben auch nicht. Insofern die Zerstrittenheit, das kann ich hier heute leicht sagen natürlich. Aber solange die in dieser Intensität da ist und die Partei, man hat es im Bundestag gesehen, ist noch nicht mal die Möglichkeit da gewesen, erfolgreich eine Fraktionsführung zu wählen. Die Partei meandert, irrlichtert gerade eigentlich einher, umher. Und so wird sie sicher nicht erfolgreicher werden. Ist das das, was man aus dem Abend heute ziehen muss, dass man sieht, die Linke spielt keine Rolle mehr, die FDP muss zittern, ob sie überhaupt noch irgendeine Rolle spielen kann in Hessen? Verschiebt sich da gerade massiv was bei den, vor allen Dingen bei den kleineren Parteien? Ja, durchaus. Wobei wir vor allem erleben, dass die Linke in Westdeutschland den Tritt verloren hat, den sie zwischenzeitlich ja durchaus mal gefunden hatte. Es waren natürlich auch zwei alte westdeutsche Bundesländer, die wir heute erleben. Insofern sehen wir, glaube ich, wie die Stimmung in diesem Landesteil, wenn man das mal etwas vereinfachend so formuliert, wie sie dort aussieht. Im nächsten Jahr stehen ganz andere Wahlen im Osten bevor. Da ist die Situation auch eine andere. Aber für Westdeutschland haben wir heute, glaube ich, tatsächlich ein gutes Stimmungsbild bekommen. Und in der Tat, für die Linke sieht es nicht gut aus. Die Grünen leiden auch unter der Bundesregierung und der Ampel Unzufriedenheit. Die FDP sowieso. Sind die Wahlen